nächsten Tag gemacht. Schilde. Yep. Kann ich mehr schießen? Nee, die sind irgendwie außer Reichweite. Das sind genau vor mir. Ja, dann war da irgendwas im Weg. So, wie jetzt hast du die Kristalle schon gebeamt? Ja, ich habe einen Kristall. Nein. Gegenstände nehmen. Konsole. Da hinten ist so ein Kristall, ne? Ja, hier. Jetzt da? Wo ich drauf zufliege. Ich sehe dich jetzt gerade nicht. Da hinten dir. War. Da habe ich aber gerade einen gesehen. Ja, hier. Wo ich bin. Beamen Sie die da an Bord. Genau. Der nächste ist da schräg oben. Du kannst hier auch im Weltraum die Folgenfunktion nutzen. Ja, brauche ich aber nicht. Wenn ich die runterbeame, kannst du die ja nicht mehr runterbeamen. Oh, hier sind sogar zwei. Und wieder zurückfliegen. Ich hab da jetzt rechts irgendwas mit, rufen Sie die USS Valor. Ja, nee, wir müssen, das Zeug, was wir eingesammelt haben, dahin bringen. Feind! Genau. Drei Stück. Na, bravo. Mischstück. So. Das sind Kreuzer. Nee. Wow. So, sollte man jetzt mal langsam vertüften hier, ne? Es geht ja nicht gleich in den Rupsen hier. Was ich noch sagen wollte, wenn du mit Rechtsklick auf die Symbole von deinen Waffen klickst in deinem HUD, ja, dann geht da so ein grüner Rahmen drumrum. Ja. Das heißt Autofeuer. Das heißt, du drückst nur noch einmal auf die Leertaste, danach schießt das Ding automatisch. Immer. Immer wenn Feind anvisiert ist. Ja, jetzt habe ich erstmal alle drei auf automatisch abfeuert. Jetzt muss ich zurückfliegen zu der Ilse, da kommt zu der komischen Valor. Hier bei mir. Ich glaube, ich fliege zu schnell hier. Mit USS Valor sprechen. Genau. Dann dürfte der Neustart unserer Fabrik erreichen. Nach Abschluss der vorläufigen Reparaturen werden wir Kurs auf die Sternenbasis 175 nehmen. Ja, bitte. Wenn er dann fliegt, bitte. Tschüss. Warpen Sie nach Leaky 3. Nach Winkel 3. Warpen. Kein Ladebildschirm. Interessant. Nee, aber jetzt habe ich einen Hänger bei Fraps. Ich habe jetzt auch einen Hänger. So, geht wieder. Das Aufbereitung fliegt direkt vor uns. Wir haben etliche Anzeiger drüber verloren. Es gibt mehrere Kampfschiffe und Fregatten. Holen Sie die Deklarierung aus der Aufbereitungsanlage zurück. Das ist gleich, was wir vorhin gemacht haben. So ähnlich. Bisschen problematischer. Wie kann ich denn überhaupt einen Feind anvisieren? Mit der Tab-Taste. Ah! Erstmal die Schilde, was ist das?
Schiffe. Ja, ich hoffe, dass ich das. Ja. Wir können das Signal nicht erfassen, da Gorn haben anscheinend auf einer der nahegelegenen Ostrille irgendeinen Sensor blockiert. Der Computer zeigt an, dass die Technologie chronische Ursprung sein könnte. Ich beginne jetzt kennst nach voller Technologie muss sein. Captain der Blockierungsstation konnte Personen sein. Zerstören Sie die Blockadenstation. Ja. Die ist glaube ich irgendwo hier. Beamen Sie die dunklen Kristalle an Bord. Ja, da kommt nochmal das gleiche. Ich muss hier erstmal weg. Wo bist du? Hier unten zu den Feinden unterwegs. Mach schon mal ein bisschen. Bisschen Terror. Boah, das hat mir jetzt aber ganz schön Schaden zugefügt. Nicht mal ein Kratzer. Die Hüllenwerte waren zwischenzeitlich ruhen. Energiewert ist kennen. Oh, warte. Muss ich jetzt mal anpassen, so. Strahlungsprobe habe ich gefunden. Zwei Stück davon. Besser als du jetzt? Ich flieg hier wieder hoch und bin dieses Zeugs an Bord. Oh nein. Ich komme. Jetzt wehtun. Quantenwerfer habe ich jetzt. Quantenminenwerfer. MK2 gefunden. Ja, aber Minen sind scheiße. Das mit funktioniert, Captain. Die Energieeffizienz ist bei 4,7%. Wir müssen den Impulsantrieb genügend verstärken können, um den Effekten des Nebels fertig zu werden. Warpen Sie zum Paulson-Nebel. Bist bereit? Ja. Angekommen. Ist er da? Ja, aber was soll man denn jetzt hier scannen? Die Dinger hier. Ungewöhnliche vorne. Technische Messwerte oder was? Nee, defekte Mine. Aber erstmal hier. Hier freischießen. Das ist nichts Besseres. Kennen wir. Nee, während du unter Beschuss bist, geht das nicht. So, eine habe ich gescannt. Sehr schön. Dann fliegen wir zum nächsten. Da, wo die ganzen Feinde sind, ne? Immer da, wo die Feinde sind.
Schön, dass wir Feindkontakt haben. Was meinst du, warum ich da hinfliege, du Pflaume? Metallischer Asteroid haben wir da. Deaktivierter Satellit. Ich fliege zu dem deaktivierten Satelliten. Ja, ja, da können wir den ja wieder aktivieren. Der ist ja direkt voraus hier. Wo ist er denn jetzt hin? Hier. Bin ich hier vorbeigeflogen? Nee, zu weit oben. Ich scanne ihn schon mal. Der nächste ist dann der metallische Asteroid. Ja, den fliege ich jetzt an. Und da war wieder ein Hänger. Wieso kann ich den nicht scannen? Noch nicht nah genug dran. So. Feindkontakt. 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 Ja, die sind aber noch ein bisschen. Sind ja noch weit genug weg. Hier den aufgegebenen nehme ich dann, ne? Zack. Ja, dann gehe ich. Fliege ich zu den. Oh oh! Scheiße. So, haben wir das auch erledigt. Riesiger Asteroid oder ungewöhnliche technische Messwerte? Der Asteroid. Ja, diese, Karache rüber, ja. Diese Messwerte ignoriere ich gerne, weil da kommen eh nur diese Proben raus. Und ich habe da keine Verwendung für. Riesigen Asteroiden, denn... Ja, hier sind die beiden Minen drin. Das ist vergessen. Oder verdrängen. Oder beides. So, jetzt ist es noch nicht drin. Ja. Die fliegen lauter Minen auf mich zu.
Infiltrieren Sie das Minenfeld und beamen Sie anschließend auf die klingonischen Hochposten durch. Ja. Hochposten. Wo ist das jetzt? Einfach hier runter beamen. Einfach akzeptieren. So, und ich würde sagen, nach der Mission machen wir dann mal wieder eine Aufnahmepause, weil ich habe das blöde Gefühl, dass meine Festplatte langsam voll läuft. Ja, wir sind ja auch schon über eine Stunde drin. Captain, wir müssen uns den Weg zum Computerkern freikämmen. Laden Sie die Daten vom Computerkern hoch, okay. Schade. Okay, nicht abhauen. Da ist was. Ja, aber das kannst du gepflegt links liegen lassen. Da ist nichts, da ist nur ein komisches Ding jetzt. Ja, ja. Wieder mit einem Schuss umgehauen. Hier ist ein Gegenstand für dich. Ja, ich versuche ja, das da hinzugehen. So, Gegenstand nehmen. Gewürzpudding! Ne, ja. Super! Das braucht man vor allem auch, ne? Da unten ist eine Konsole. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Flanke hat er gegeben. Wenn du flankierst, die Sloop der Bulls war für MK1. Wenn du flankierst, gibt's immer mehr Schaden. So, Konsole bedienen einmal. Ja, die müssen wir jetzt gleich verteidigen. Verteidigen Sie den Computerkern. Ja, liebe Zuschauer, die Leute sterben nicht wirklich, die fallen einfach so um. Die fallen einfach um. Genau. Wie heißt die Mission? Verloren und wiedergefunden? Die heißt, Verloren und wiedergefunden. Nee, das ist, das Versteckspiel heißt das. Das Deckspiel? Das Versteckspiel, ja. Ach so. Ja. Yeah. Muss man dein ganzen Jahr wieder einen Namen geben dann. Oh! Du schmeißt hier keine Granate hin, so viel ist sicher, Kollege. Auszeichnung halten. Einen Weg durch den Nebel hacken. So, Rückkehr in den Sektor. Neue Daten runtergeladen. Okay, verlassen Sie das System. Alle Aufgaben erfüllt. Jawohl. So, dann können wir die Mission abgeben. Einmal Sternenflotte rufen, ne? Genau. Das Versteckspiel, gut gemacht. Oh, da gibt's einen neuen Antrieb. Ja, 3120 Fähigkeitspunkten, 780 Brückenoffiziersfähigkeitspunkten, Impulsantrieb MK2 und Phaser-Betäubungspistole MK2. Genau. Weiter. Soll ich da jetzt noch irgendwelche Tutorials anfangen oder haben wir jetzt erstmal noch genug? Ein Tutorial haben wir ja noch offen und du kannst aber schon die nächste Mission mit annehmen. Also stoppen Sie das Signal und Tutorial medizinische Behandlung. Genau. Und dann hast du noch eine Mission, die du abgeben können müsstest hier neuer Offizier. Moment. In Arbeit. Neutrale Zone. Habe ich nicht. Bist du noch nicht auf Lieutenant 5 befördert worden? Nö, wo sehe ich das denn? Das steht oben in deiner Leiste, da steht dein Rang und da steht eine Zahl hinter. Leutnant 4 habe ich. Achso, ja gut, dann bist du noch nicht befördert worden.
Gut, aber wir haben Fähigkeitspunkte gekriegt, die können wir noch einsetzen, ne? Was haben wir jetzt gekriegt? Für Schiff haben wir auf jeden Fall einen verbesserten Antrieb gekriegt, ne? Richtig. Das war besser, das ist der Impulsantrieb MK2. Und wo muss der hin? Taktische Konsole? Auf, ne? Impuls. Impuls. So. So, und wir haben für uns aber auch eine neue Waffe gekriegt, und zwar den Phaser. Die Phaser-Betäubungspistole. Genau. So. War er jetzt wieder nicht genug? Das kann manchmal ein bisschen dauern. Manchmal muss es auch mehrmals versuchen. 127. Ausgetauscht. Und natürlich die Knarre, die behalten wir jetzt noch. Das Scharfschützengewehr, ne? Die Fähigkeiten. Fähigkeiten. Raum haben wir schon voll. Raumschiff Klima. Angriffsmanöver machen wir einen Punkt rein. Und Raumschiff Reparatur, ne? Alles zwei. Gut. Bodenfähigkeiten haben wir nichts gekriegt, also akzeptieren. Haben wir unsere Typen was gekriegt? Ja, natürlich. Sensoren stören brauchen wir eigentlich nicht so. Haben wir da? Torpedo, verstärkte Wirkung. Ist schon voll. Schon vollstes Level. Ja. Dann Sensoren stören, kann man den einen dazugeben, oder? Ich denke. Oder Notenergie für Schilde hochpushen, bis zum geht nicht mehr. Ich habe Notenergie für Schilde geskillt, muss ich ehrlich sagen. Alles, ne? Ja. Ist am sinnvollsten. So viel wie ich konnte. Ja, ich habe jetzt fünf Dinger da drin. Ja. Dreh dich mal einmal im Stand bitte um 180 Grad. Einfach auf A oder D drücken. Und dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt einmal nochmal nach Hause. Zum Sol-System. Und beenden da die Aufnahme und dann Sol-System mit KTM. Genau. Sol-System und Sachsen. Ja, Freunde. Die Zeit ist mal wieder erreicht. Ne, nach anderthalb Stunden aufnehmen. Ja. Dürfte man eigentlich so mal langsam zum Ende kommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir wieder. Also, wenn es nach mir ginge, wir könnten auch noch weiter aufnehmen, aber ich habe die Befürchtung, dass bei meinem Kollegen gleich der Saft ausgeht und der letzte Rest gar nicht mehr mit aufgenommen wird. Das wäre natürlich fatal, ne? Das wäre sehr schlecht. Und um es mal nochmal so zu sagen, das Spielen ist eine Sache von so Videos, das Bearbeiten eine ganz andere. Gestern habe ich das gemerkt, ich habe alleine fürs Intro fast anderthalb Stunden gebraucht. Und wenn du das richtig professionell oder auch gut rendern willst, dann bist du eigentlich bei anderthalb Stunden Aufnahme circa vier Stunden beschäftigt, das zu schneiden, ordentlich anzulegen und so weiter und so fort. Ne? Also hab ein bisschen Geduld. Wie gesagt, es kommt jeden Tag eine 20-minütige Folge. Die erscheint jeweils um 15 Uhr, jeden Tag. Und diejenigen, die uns abonniert haben, die kriegen dann ja sowieso eine E-Mail darüber. Also Leute, wenn euch dieses Spiel interessiert und ihr mehr von uns sehen wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Und abonniert uns. Ganz wichtig, abonniert uns. Sonst verpasst ihr nämlich eventuell noch eine Folge. Steve, was hast du dazu zu sagen? Ich habe dazu zu sagen, dass mir ist das eigentlich gleich, ob die Leute mich jetzt abonnieren oder nicht. Aber wenn es gefällt, dann gern angucken. Wenn ihr möchtet, auch abonnieren. Aber ich sag mal so, ich bin ja jetzt kein Freund von, da ständig zu erwähnen. Abonniert uns, bla. Weil ich finde, das ist so ein bisschen wie Betteln und das mache ich nicht. Wenn die Leute mich abonnieren möchten, dann dürfen die das gerne tun. Überhaupt kein Problem. Ja, aber Betteln als Betteln sollte das jetzt natürlich nicht rüberkommen, Leute. Sondern eher darum, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Demnächst wird es auf meinem Kanal auch wieder eine OMSI-Folge geben. Und ein Let's Play Together mit Steven werden wir auch wieder machen die Tage. Ja, ich bin im Allgemeinen ja schon zufrieden, wenn die Leute mir zugucken.
Und das natürlich auch, das ist ganz klar. So, dann würde ich sagen, mit den schönen Bildern hier beenden wir dann den Part. Und dann müssen wir ein bisschen rausscrollen, so. Genau. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns. Sehen uns dann beim nächsten Mal. Für euch morgen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Für uns ist wieder ein paar Tage hin. Richtig. So. Also Leute, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als meinen allzeit bekannten Spruch mittlerweile. Haut da rein, bleibt da geil. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Jo, hoi, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.